Ei, Gude. Hier gerade wieder auf Threads einen Beitrag gelesen. Da fragt jemand, ne, die Person ist auf dem Amt von einer älteren Person, die im Amt arbeitet, geduzt worden. Und jetzt war die Frage, ob man das in Ordnung findet oder nicht. Also ich persönlich habe da ja zwei Sachen sozusagen. Zum einen komme ich aus einer Gegend, ne, wo man sich, wenn man nicht sicher ist, ob man du oder sie sagt, ihr und euch sagt. Ne, ist in Hesse in manche Teile eigentlich so üblich. Ne, da hat man das ganze Problem mit, soll ich jetzt duze, soll ich sieze? Nee, sagt doch ihr und euch. Ne, also wie geht's euch dann? Ne? Oder ne, was habt ihr dann so gemacht? Ne, da hat man das ganze Problem mit du und sie nicht. Ne? Und ich meine, wir sind sowieso, ne, wir haben ja immer wenig Zeit, ne? Wir haben ja viel zu tun im Leben. Ne? Leben muss ja weitergehen. Ne? Und da sagt man dann eigentlich auch nur so, ei gute, no ja, muss, ei, ciao, tschüss. Ne? Das ist ja, also wir müssen da gar nicht so viel labern, da brauchen wir das du und sie eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, ihr und euch ist da so eine schöne Ausweichmethode in der dritten Form. Na, kann man eigentlich keinen Fehler machen, weil irgendwie ist es ja immer richtig. Und das hört sich ja noch nobel an, ne? Wenn ich jemanden mit euch anspreche, statt mit du oder sie. Ne? Aber und ich persönlich sehe das ja noch ganz anders. Ne? Ich bin ausgezogen worden beim Siezen. Naja, gut, nach Ewigkeiten bei der Bundeswehr, ne? Und alte Eltern, ne? Also Eltern sind immer älter, aber meine waren noch älter, wie normalerweise Eltern sind, wenn man Einzelkind ist. Na, und da ist man einfach zu dem Sie gegenüber anerzogen worden. Ne? Und nur so im engsten Kreis war das dann beim Du. Na, inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Ne? Also ich bin da so ein bisschen lockerer geworden. Ne? Und na, das war schon daheim in Hesse und jetzt hier in Brandenburg. Ne? Also wenn man öfter in Berlin ist, ne, ist sie ja schon fast eine Beleidigung. Ne? Das ist ja also, na, aber ich mache das inzwischen so. Ich tue es erstmal jeden, den ich nicht kenne. Und wenn es jemand meinen Respekt verdient, dann zieht sich ihn auch, wenn er das möchte. Na, meistens ist man dann schon über den Punkt weg. Na, aber na, das Sie muss man sich bei mir erst einmal verdienen, weil ich weiß doch gar nicht, ob ich den anderen respektiere, dass es wert ist, dass ich ihn sieze. Sie hat schließlich einen Buchstabe mehr wie du und warum soll ich dann so viel Zeit verschwenden, einen Buchstabe mehr zu sprechen, wenn es die Person mir gegenüber gar nicht wert ist. So viel zu dem Thema. Hier, ich wünsche euch noch was. Ne? Ja, ihr seid auch gemeint. Ne? Das ist... Schöne noch.